Hallo, ich kann zusätzliche Angaben zu Texten und Dateien bearbeiten, indem ich auf das Bearbeiten-Symbol klicke und dann auf das I. In dieser Maske kann ich sowohl eine Beschreibung hinterlegen als auch Verweise hinzufügen. Ich kann entweder zu den Objekten navigieren und dann auf das Plus klicken. Der Link wird hinzugefügt. Oder ich kann auch über eine Suchfunktion den entsprechenden Eintrag finden und mit Plus zu den Verweisen hinzufügen. Ebenso kann ich Kategorien oder auch Tags auswählen, ein oder bei gedrückter Steuerungstaste auch mehrere. Genauso wie ich neue Begriffe das rechte Feld eingeben kann. Ebenso kann ich ein Ablaufdatum auswählen. Wenn ich hiermit fertig bin, kann ich entweder über das I die Maske zuklappen oder ich könnte auch direkt auf das Speichern-Symbol klicken. Die neuen Informationen werden jetzt bei dem I angezeigt. Ein Klick auf den entsprechenden Eintrag löst entweder eine Suche aus oder führt mich direkt zu dem entsprechenden Objekt. Vielen Dank.